Also, ich hatte das erste Mal jetzt nach 3 Jahren wieder Kontakt zu meiner Mutter gehabt, weil wir Papierkram gebraucht haben. Da stellte sich fest, dass ich nach Österreich muss, um meinen Aufenthaltstitel zu verlängern. Und meine Mutter hat gesagt, mein Onkel gesagt, also Alims Onkel gesagt, ich gebe euch alles, was ihr braucht, aber lasst mich zuerst die Karte von meiner Tochter verlängern, weil wäre ich damals in die Türkei eingereist, hätte ich nicht mehr ausreisen können. Und meine Mutter wollte das verhindern. Sie wollte mir im Grunde helfen. Sie meinte, ja, ich mache alles, was du willst, aber lass mich dir wenigstens helfen, dass deine Papiere sauber sind. Ja, wie gesagt, allem hat sich aufgeregt, dass ich mit meiner Mutter in Kontakt geblieben bin. Dann kam der Moment, dass ich nach Österreich fliegen durfte. Ich bin alleine geflogen. Ich bin in der Früh hingeflogen, bin aber am selben Abend musste ich wieder zurückfliegen. Als ich am Flughafen ankam, bin ich da rausgekommen, habe mich zur Seite gestellt und habe gewartet. Und dann habe ich plötzlich gesehen, dass ein Mann mich fotografiert. Ich habe mich weggedreht und dann habe ich plötzlich erkannt, dass dieser Mann mein Schwiegervater war. Er war mir gefolgt und hat heimlich von mir Fotos gemacht. Dazu zeige ich euch jetzt auch eine Sache. Mein Vater ist ein Mörder. Der hat ca. 250 Menschen umgebracht im Krieg. Er hat am Flughafen auf meine Frau gewartet und gestalkt. Sie haben ihr mit Blutrache gedroht, wenn wir uns nicht trennen. Ja, normal, dass sie Panik kriegt. Sie haben meine Kinder den Tod gewünscht, alles, was es gibt. Diese Screenshots sind von 2023. Das hat Ali einem Kumpel von sich erzählt. Auf jeden Fall. Ich bin dann total panisch geworden. Ich hatte unfassbare Angst vor Alims Vater. Der hat dann Fotos von mir gemacht und ist abgehauen. Dann später sehe ich, wie meine Mutter auf mich zurennt. Sie hat mich da gefunden. Meine Mutter rennt auf mich zu und ich bin komplett erstarrt und kann mich nicht bewegen. Und dann hat meine Mutter angefangen zu weinen, weil sie dachte, ich freue mich nicht, sie zu sehen. Im Grunde hat mein Schwiegervater das erste Wiedersehen mit meiner Mutter wieder kaputt gemacht. Ich habe meiner Mutter gesagt, ja, ich habe meinen Schwiegervater hier gesehen, ich habe Angst, kannst du mich hier bitte wegbringen? Weil mein Schwiegervater hatte ja auch meine Mutter schon mal gedroht gehabt. Sie wusste ein bisschen Bescheid von ihm. Wir sind dann nach Hause zu meiner Familie. Ich habe mich total gefreut, meine ganze Familie zu sehen. Meine Familie hat sich auch total gefreut, ich wurde total warm empfangen. Ich hatte ihnen aber zu der Zeit nicht erzählt, wie meine Ehe gelaufen ist. Ich habe auch total cool gemacht und meinte, ja, alles cool bei uns, wir haben viel Geld, wir sind glücklich, alles ist super. Ich wollte meiner Familie nicht erzählen, was alles passiert ist. Ich habe denen das verheimlicht. Diese Sache hat aber, also ich habe quasi so getan, als hätte ich voll das gute Leben. Diese Sache hat aber meine Mutter sehr, sehr verletzt, weil sie dachte, ich habe einfach 3 Jahre lang mein Leben gelebt und komplett auf meine Familie geschissen. Das hat ihr im Moment total das Herz gebrochen. Auf jeden Fall im Laufe des Tages haben wir dann noch unseren Papierkram erledigt und am Abend wurde ich wieder zum Flughafen gebracht und bin nach Hause geflogen. In Belgien haben wir dann Container besorgt und unsere Sachen gepackt und es wurde alles nach Türkei gebracht. Quasi alle unsere gesamte Besitz war in diesem Container und wurde schon nach Türkei gebracht. In der Türkei hatte Ali schon auch Wohnungen vorgemietet, im Voraus bezahlt und alles geplant. Wir mussten aber noch in Deutschland bleiben, weil ich musste auf meine Aufenthaltskarte warten, dass ich sie wieder abholen kann, weil sonst hätte ich ja nicht reisen können. Wir mussten aus dem Haus aber in Belgien raus. Dann sind wir zuerst nach Köln, haben in einem Hotel gelebt. Zu dieser Zeit ist auch also nochmal kurz, der Grund für den Umzug nach Türkei war, weil Alim viele Probleme hatte. Er hatte sich jetzt mit vielen Leuten verscherzt und hat es so mit uns in Gefahr gebracht. Zu der Zeit hat Alim wieder den Kontakt mit Camilo gehabt. Camilo hat damals Alim geholfen, ihn unterstützt, alles für ihn gemacht, dass er seine Videos drehen kann, hat alles organisiert. Wir lebten zuerst in Hotels, danach sind wir nach Braunschweig gezogen. Und dort haben wir auch erstmal monatelang in Hotels gelebt, bis Camilo uns geholfen hat und durch einen Freund geschafft hat, für uns Wohnungen zu klären. Zu der Zeit hatten wir nur 2 Koffer, weil unsere ganzen Sachen waren in der Türkei. Dann haben wir auch erfahren, dass Alims Mutter in unsere Wohnung gezogen ist.
die eigentlich für uns bedacht war, ist sie einfach reingezogen mit unseren ganzen Sachen. Da kam auch, weil Alim immer weniger Geld hatte, Entschuldigung. Zu der Zeit hatte Alim immer weniger Geld, weil sein YouTube lief nicht mehr. Und da wo Alim hat jetzt so 10 Uhren besessen. Und er wollte die Uhren waren zu diesem Zeitpunkt bei seinem Onkel, er wollte die abholen und wollte sie verkaufen, damit er Geld hat, um Videos zu drehen. Als er die Uhren abholen wollte, er ist nicht selber gefahren, er hat jemanden geschickt, meinte Alims Onkel, ich habe die Uhren nicht, dein Vater hat die Uhren abgeholt. Dann haben wir herausgefunden, dass Alims Eltern quasi Alim die Uhren geklaut hat. Sie wollten sie ihm nicht mehr geben. Und haben, ich weiß aber nicht, ob sie die Uhren verkauft haben oder was sie mit diesen Uhren gemacht haben. Ich weiß nur, Alims Eltern haben Alim die Uhren geklaut. Alim ist da komplett durchgedreht, hat auch ab da ist der Kontakt zwischen ihm und seinen Brüdern kaputt gegangen. Weil zu der Zeit, damals waren Alims Brüder schon, die waren schon vor uns in die Türkei gezogen. Die haben schon dort gelebt und die waren schon bereits dort. Wie gesagt, also weiter geht's. Kabilo hat für uns Wohnung geklärt. Durch einen Freund hat es geschafft, dass wir 2 Wohnungen haben. Die waren nebeneinander. Links war unsere Wohnung und rechts war Alims Studio. Diese Wohnung in Braunschweig wieder war komplett leer. Ich musste wieder von neu anfangen und musste wieder auf Matratzen schlafen, mit den Kindern auf dem Boden schlafen. Ich hatte keine Küche. Wenn man 2 Kinder hat und keine Küche hat, ist das unglaublich schwer. Ich habe dann wieder wie damals am Anfang angefangen, mir Sachen zusammenzubasteln. Ich habe ein Bügelbrett genommen und ich habe mir so eine einzelne Herdplatte bestellt. Habe auf diesem Bügelbrett quasi mir eine kleine Küche zusammengebaut. Möbel haben wir erst viel später bekommen. Ich habe Alim lange vorgeheult, dass er unsere Sachen aus der Türkei zurückbringt, weil mein gesamter Besitz war dort, auch die Sachen von den Kindern war dort. Durch langes Hin und Her und viel Streit haben Alim es endlich organisiert, dass die Sachen zurückgebracht werden. Als die Sachen zurückgebracht wurden, haben die Hälfte meiner Sachen gefehlt, auch mein Handy wurde geklaut. Ich weiß aber nicht, wer das war. Ich habe eine Vermutung, aber meine Vermutung möchte ich jetzt nicht in den Raum stellen, weil ich, wie gesagt, ich habe keine Beweise, wer es war. Auf jeden Fall ist aber das passiert. Dann begann die Zeit, dass Alim öfters wieder nach Köln gefahren ist und diese Khatar-Tower-Zeit hat begonnen. Alim war manchmal auch einfach für 1, 2 Wochen weg und kam nicht nach Hause. Das war auch die Zeit, wo ich das erste Mal alleine einkaufen gehen durfte, weil Alim nicht da war, um mit mir einkaufen zu fahren oder irgendwas zu erledigen. Und es kein Essen da war und mir keine Wahl blieb, durfte ich das erste Mal alleine rausgehen. Natürlich unter Nonstop-Kontrolle, Telefonate und Anrufe. Sonst war ich immer zu Hause eingesperrt. Auf jeden Fall fing Alim an, öfter zu diesem Khatar Tower zu gehen, fing an, immer mehr Drogen zu nehmen und ist komplett wie soll ich das sagen, ist komplett quasi diesen Drogen verfallen. Er war manchmal, kam er nach Hause, blieb für 1, 2 Tage und ging. Ich hatte ihn auch mal gebeten, mich mitzunehmen, weil ich bin zu Hause durchgedreht, dieses Zuhause eingesperrt machen, eingesperrt sein hat mich krank gemacht. Ich habe jeden Tag immer nur geweint, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe. Dann habe ich ihn auch manchmal gebeten, uns mitzunehmen. Wenn er uns mitgenommen hat, dann mussten wir auch dort einfach im Hotel bleiben und er war auch wieder den ganzen Tag irgendwo unterwegs. Damals haben mich sogar Leute auf Instagram gefragt, warum bist du ständig zu Hause? Warum gehst du eigentlich nie raus? Hast du gar keine Freunde? Du hast nie irgendein Menschen bei dir? Es ist sogar den Leuten selber auf Instagram aufgefallen, aber ich habe immer versucht, das zu vertuschen, so gut ich kann, weil ich einfach nicht wollte, dass Leute sowas über uns wissen. Ja, auf jeden Fall, es hat Monate gedauert, bis wir Möbel in diesem Haus bekommen haben. Irgendwann durfte ich meine Mutter zu mir einladen. Dann ist meine Mutter, hat meine Mutter mich in Braunschweig besucht. Das war auch das erste Mal, dass sie ihre Enkel gesehen hat. Und als auch meine Mutter ankam, ich erinnere mich noch, wie sie meint, oh, ich habe hier eine tolle Wohnung, du kannst das so und so einrichten und da kannst du so und machen, mir helfen wollte. Und das Einzige in meinem Kopf war, mach mal, wenn du nur wüsstest, weil ich wusste, wir werden auch aus dieser Wohnung ausziehen, weil ich hier schon dran gewöhnt war, diese Umzüge. Ja, Moment. Dann kam das Thema auf, erneuter Umzug.
wie ich schon befürchtet hatte, es hieß, wir ziehen nach Köln, weil Ali ständig nur noch in diesem Ratatower Tower in Köln war. Ich fing langsam an, Sachen zu packen. Wir hatten noch keine Wohnung und nichts gefunden, aber ich fing langsam an, Sachen zu packen, damit, wenn der Umzug bevorsteht, dass ich komplett vorbereitet bin und alles mitnehmen kann. Alim hatte ja ein Studio nebenan gehabt und dieses Studio war komplett verwüstet, weil die haben da drin gearbeitet gehabt. L Wände waren kaputt, weil die Löcher gebohrt hatten und was weiß ich. Es war allgemein dreckig, unordentlich und so weiter. Und ich habe angefangen, das Studio und meine Wohnung, in der Wohnung, in der ich war, aufzuräumen und langsam alles zu packen. Weil auch wegen Camillo, weil er durch einen Freund für uns diese Wohnung geklärt hatte, wollte ich auch Camillo keine Probleme machen. Ich war es allgemein leid, dass wir immer alles dreckig und kaputt zurücklassen, weil das auch wegen Alim hat, wegen seinem Verhalten hat es auch ein schlechtes Licht auf quasi uns alle, auf seine ganze Familie geworfen. Weil dann hieß es ja im Grunde, Alim und seine Frau, sie sind ekelhafte Menschen, ich wurde ja immer mit reingezogen. Ich habe quasi immer versucht, Alim hat einen Berg, einen Haufen an Scherben hinterlassen. Und ich habe versucht, die Scherben hinter ihnen her aufzuräumen und habe mich daran immer verletzt. Und ich habe dann, wurde immer mit reingezogen. Wenn ihn alle einen Mist gemacht hat, wurde ich mit reingezogen und mitbeschuldigt. Ich nutzte auch diese Corona-Zeit damals, weil alles damals, die Ämter zu waren und alles per Post und E-Mail lief, nutzte ich auch diese Zeit, um Papierkram zu erledigen und habe auch somit das erste Mal für meine beiden Kinder Geburtsurkunden besorgt. Ich habe mich darum gekümmert, was Salim halt nie getan hat. Zu dieser Zeit in Braunschweig ging es mir, war ich schon an einem Punkt angekommen, wo es mir wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr schlecht ging und dass ich das erste Mal über Trennung nachgedacht habe, wie ich das machen könnte, wie ich das ansprechen könnte. Eines Tages kam Alim nach Hause aus Köln. Er hat sich sehr, sehr, sehr seltsam benommen. Ich erzähle das im nächsten Teil. Also wir sind in Braunschweig, wir sind kurz vor dem Umzug. Alim war in Köln. Eines Tages kam er nach Hause. Er hat sich total seltsam benommen. Er hat die ganze Zeit ununterbrochen geredet. Irgendwas hat mit ihm nicht gestimmt. Ich habe das sofort gemerkt. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Er hat komplett wirres Zeug erzählt. Er hat die ganze Zeit über den Teufel gesprochen und komische Sachen gesagt. Und ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Wir sind alle da auf dem Bett gelegen und die Kinder waren daneben. Einem hat mir ein Video auf sein Handy gezeigt und meinte, hier, guck mal, das ist mein neues Format, das werde ich jetzt anfangen. Er hat wie verrückt durcheinander geredet. Er hat mir dieses Video gezeigt und ich habe zu ihm gesagt, diese Stelle ist komisch, sollst du vielleicht rausschneiden? In dem Moment ist ein Schalter umgekippt. Alim ist aufgesprungen, komplett durchgedreht, hat mir ins Gesicht geschrien und meinte schreiend zu mir, wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, mir zu widersprechen? Und ist komplett ausgerastet, auf jeden Fall auch vor den Kindern. Ich habe versucht, Ruhe zu bewahren. Ich bin in die Küche gegangen. Ich bin in die Küche gegangen. Ich habe mich da auf die Seite hingesetzt, wo wir die Barhocker hatten. Ich hatte mein Handy auf die Seite gelegt und ich habe mich hingesetzt und ich habe nicht verstanden, was los ist. Ich habe total Angst und habe versucht, so ruhig zu bleiben. Plötzlich höre ich, wie Alim den Flur entlang gelaufen kommt. Er kommt in die Küche gelaufen. Ich bin quasi auf diesem hohen Barhocker gesessen. Alim kommt von vorne, packt mich am Hals und hat mich von diesem Barhocker am Hals gepackt und von dieser Höhe auf den Boden geschlagen. Mit seiner ganzen Kraft. Er hat angefangen, mich zu würgen. Er ist komplett ausgerastet, er ist durchgedreht, hat angefangen, mich zu schlagen, meinen Kopf mehrfach auf den Boden zu schlagen. Er hatte so eine unglaubliche Kraft. Es war unmöglich für mich auf irgendeine Art und Weise zu wehren. Plötzlich fing er an, Sachen zu sagen. Er hat mich gewürgt und fing an, Sachen zu sagen. In dir ist der Teufel. Ich beweise es dir. In dir ist der Teufel. Sag Ashhadu la ilaha illallah oder Al-Fatiha. Ich weiß nicht. Ich sollte irgendwas aufsagen. Ich weiß nicht mehr was. Ich sollte irgendwie auf jeden Fall irgendwas aufsagen. Ich habe versucht, das aufzusagen, um ihn zu beruhigen, aber er war dabei, mich so stark zu würgen, dass ich nicht reden konnte. Ich habe kein Wort rausbekommen. Und dann hat er gesagt, siehst du, in dir ist der Teufel. Ich habe sie gesagt, du kannst das nicht mal sagen. Er ist ausgerastet, er ist dann zur Seite, ich bin aufgestanden. Er ist quasi regelrecht auf mich draufgesprungen und hat mich zum Boden geschlagen und auf mich eingeschlagen. Das Fenster hinter uns war offen und
gesagt, alle, bitte hör auf, die Nachbarn werden das hören. Immer wenn sowas war, ich habe versucht, dass es niemand herausfindet. Ich habe auch noch nie jemals wegen allem selber die Polizei gerufen. Wenn jemals die Polizei kam, dann war das, weil Nachbarn Schreie von uns gehört haben oder irgendwas passiert ist. Auf einmal, er hat nicht von mir losgelassen, er hat mich die ganze Zeit gewürgt und auf mich eingeschlagen und ich habe überlegt, wie ich da jetzt so rauskomme. Die Kinder waren auch in der Küche, die standen links. Ich habe überlegt, rechts rauszurennen. Da lag auch mein Handy. Ich dachte, wenn ich jetzt an mein Handy gehe, bringt er mich um. Wenn ich rechts aus dem Flur durch die Tür rausrenne, werde ich das nicht rechtzeitig schaffen. Weil ich kann ja die Kinder nicht da lassen und ich müsste quasi so von links nach rechts nach hinten rennen. Und ich hätte es nicht geschafft, die Kinder zu nehmen und mit beiden Kindern rechtzeitig rauszurennen, die Tür aufzusperren und rauszurennen. Das hätte ich nicht geschafft. Und dann hatte ich quasi keine Wahl. Ich steckte fest. Allem ging immer mehr auf mich los. Er hat mehrfach auf mich eingeschlagen, mein Kopf gegen den Boden geschlagen. Er hat mich aufgestellt, mich am Hals gepackt und wieder von oben auf den Boden geschlagen. In dem Moment war mir schon klar, okay, er wird mich umbringen, es ist vorbei. Dann ist er in die Küche gegangen und hat ein Messer genommen, hat mich wieder zu Boden geworfen, hat mich mit einer Hand gewürgt und hat mit der anderen Hand das Messer an meine Kehle gehalten und an meine Kehle die ganze Zeit hin und her geschliffen. Und an dem Moment war ich so, okay, war ich zu 100% sicher, er bringt mich jetzt um, das vor den Augen der Kinder. Er hat die ganze Zeit über Teufel geredet und irgendwelche Sachen herumgeschrien. In diesem Moment hat es an der Tür gehämmert. Und wir hören plötzlich Polizei. Alim hat das Messer fallen lassen. Er hat zu mir gesagt, sei ruhig, sag kein Wort. Ist zu der Tür gegangen und meinte, ja, hier ist nichts los, alles in Ordnung. Die Nachbarn hatten die Polizei gerufen, weil sie meine Schreie gehört hatten. Dann hat die Polizei gesagt, nein, wir wollen zuerst auch, wer ist alles im Haus, wir wollen auch mit der anderen Person reden. Dann ist einem zurückgekommen, meinte, sagt die Polizei, wir hatten nur einen Ehestreit, dass das alles gut ist. Dann bin ich zur Tür gegangen, ich hatte meine Haare so vorne. Ich meinte zur Polizei, ja, es ist alles in Ordnung, wir hatten nur einen Ehestreit, wir haben nur ein bisschen rumgeschrieben, tut mir leid, das wird nicht mehr vorkommen. Dann hat mich die Polizei angesehen und meinte, machen Sie mal Ihre Haare von vorne weg. Habe ich meine Haare nach hinten geworfen. Und dann hat der Polizist zu mir gesagt, ich glaube Ihnen gar nicht, Sie haben überall Verletzungen. Dazu zeige ich jetzt ein Bild. Ja, die Polizei hat mir nicht geglaubt. Die haben meine Verletzungen gesehen und haben gesagt, die kommen jetzt rein. Die haben dann auch eine weitere Polizistin gerufen. Als sie kam, musste ich mich ausziehen, weil sie musste Fotos von mir machen, von meinen Verletzungen, weil ich überall Verletzungen hatte. Dieses Bild, was ich in meiner Instagram-Story gepostet habe mit dem blauen Auge, das ist auch von diesem Tag. Alim hatte mir nicht ins Gesicht geschlagen, sondern er hatte meinen Kopf mehrfach auf den Boden geschlagen gehabt und so sind diese blauen Augen entstanden. Ich zeige mal das vollständige Bild. Das Bild hat später meine Mutter gemacht, als ich bei ihr war. Die Polizei ist reingekommen, die haben sich das alles angeguckt. Die haben, Alim war ja komplett auf Drogen, die haben das auch gemerkt, weil Alim auch die Polizei voll gelabert hat. Alim hat denen irgendeinen Mist erzählt und der Alim hat sich nicht beruhigen lassen. Also der ist nicht ausgerastet, aber er ist nicht ruhig geblieben. Weil Alim würde sich niemals trauen, vor der Polizei irgendwas zu machen. Dann haben die Polizei ihm Handschellen angelegt und ihn auf den Boden gesetzt. Und dann haben die mich mit den Kindern ins Zimmer geschickt. Es hieß, jetzt kommt ein Polizeihund, der wegen Drogen die Wohnung untersuchen wird. Die Polizei hatte mich auch gefragt, hat ihr Mann jemals Drogen genommen und dies und das und mich ausgefragt. Ich meinte, nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er Drogen nimmt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe quasi versucht, Alim zu schützen. Ich habe gesagt, ich habe von nichts eine Ahnung, aber aufgrund dessen hat auch die Polizei mich nicht ernst genommen. Dann haben sie mich ins Zimmer geschickt, haben mir gesagt, dass ein Hund kommen wird und haben mir gesagt, ich darf einen Zeugen anrufen. Also ein Zeuge darf dabei sein, ich darf jemanden dazu rufen. Dann habe ich Camilo angerufen, weil er der Nächste war, der in der Nähe war. Camilo war aber leider in Braunschweig. Er weiß auch von dieser ganzen Sache, von der Schlägerei in Braunschweig. Was mir Alim angetan hat. Er war in Berlin, konnte nicht kommen. Und dann habe ich Maestro angerufen. Weil Maestro war einer meiner, zu dieser Zeit einfach ein sehr enger Freund für mich. Ich weiß nicht,
wie Maestro zu mir stand. Für mich war er einfach auf jeden Fall eine sehr enge Person. Ich habe Maestro angerufen, ich habe ihm erzählt, was los ist. Dann hat Maestro mich mit Hallo Selam reden lassen. Der war auch von diesem Khatar Tower damals. Der hat versucht, mir zu helfen und meinte, ja, sagt der Polizei, er braucht eine Beruhigungsspritze. Er hat 3 Tage hier nicht geschlafen, der muss sich nur beruhigen. Das habe ich auch der Polizei gesagt. Die Polizei hat aber nicht auf mich gehört. Dann hat Hallo Selam einen Anwalt schicken lassen für Alim, hat den aus Köln herfahren lassen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob Köln und Braunschweig, ob das 2 oder 3 Stunden war, die Entfernung. Der ist auf jeden Fall gekommen, hat sich auf den Weg gemacht. Ich wurde dann ins Zimmer geschickt. Ich hatte auch, musste im Zimmer mit den Kindern warten. Dann ist auch dieser Hund gekommen. Die haben diese Kontrollen gemacht. Dann habe ich die Polizei gefragt, wie will es jetzt weitergehen? Was passiert jetzt? Dann haben die zu mir gesagt, ja, wir nehmen ihn erstmal mit aufs Revier. Und er bekommt ein Kontaktverbot. Er darf 10 Tage nicht in die Wohnung kommen. Und ich kannte dieses Verfahren. Ich wusste, wie das funktioniert. Die würden ihn quasi danach freilassen. Aber die würden nicht auf ihn aufpassen, dass er auch nicht wirklich in die Wohnung kommt. Und ich hatte halt panische Angst, weil ich hatte Angst, dass Alim nachts hier in der Wohnung auftaucht und uns was antut. Und somit blieb mir keine Wahl, als meine Mutter zu kontaktieren. Ich habe meine Mutter angerufen, die war gerade von der Arbeit gekommen. Und ich habe ihr gesagt, ja Mama, das und das passiert. Meine Mutter natürlich komplett schockiert. Sie hat sich den nächsten Flug genommen, war am nächsten Tag um 10 Uhr da. Die haben Alim mitgenommen. Ich habe auch damals mit Maestro und diesem Anwalt war mittlerweile auch da. Ich habe mit Maestro, mit diesem Anwalt, habe ich ständig geredet und habe gesagt, bitte, bitte, könnt ihr ihn hier wegbringen, bitte könnt ihr ihn wegbringen. Ich habe Angst, dass er nachts hier auftaucht und mir was antun. Maestro hat organisiert, dass Alim weggefahren wird und nicht in Braunschweig bleibt. Am nächsten Tag, ich habe auch Polizeiberichte zu dieser Braunschweig-Sache. Ich habe dir auch einen Anwalt besorgt, der mir quasi jetzt aktuell die Akte anfordert. Das dauert aber 4 bis 6 Wochen. Wenn ich das habe, kann ich das alles in meiner Story noch nachweisen. Die Polizei hat ja auch von mir Bilder gehabt. Wenn ich das alles habe und das rechtlich kein Problem darstellt, dass ich das posten darf, werde ich das auch alles posten. Auf jeden Fall am nächsten Tag kam meine Mutter. Und ich meinte zu meiner Mutter, ja, was soll ich tun? Wie erzähle ich das allen Familien? Die müssten wir ja wissen. Bescheid wissen, was los ist. Meine Mutter meinte, ja, du rufst jetzt deine Brüder an und sagst ihnen, was los ist, was passiert ist, weil es ist ja auch deren Brüder, die müssen auch wissen. Dann habe ich Abo angerufen. Ich habe Abo gesagt, was los ist. Und ich habe Abo erzählt, wie Alim auf mich losgegangen ist und mich fast umgebracht hat von den Kindern und alles. Und Abo meinte einfach nur zu mir, ja, wäre ich einfach mal in die Türkei gekommen, dann wäre das nicht passiert. Er hat quasi alles, was ich gesagt habe, einfach überhört, dass ich komplett, dass ich angegriffen wurde, was mir angetan wurde, hat er mich interessiert. Er meinte zu mir, ja, weißt du, was du jetzt tun musst, dann nicht? Nimm einfach jetzt alle, die Kinder kommen in die Türkei, dann wird alles gut, sie können hier um ihn kümmern. Und ich meinte zu ihm, wie soll ich jetzt 2 Kinder nehmen und einen Verrückten und jetzt mit ihm in die Türkei kommen? Und dann haben wir lange hin und her geredet und Abo hat keine Einsicht gezeigt und dann meinte ich zu ihm, okay, Abo, ich werde mein Bestes tun. Und das habe ich auch ernst gemeint. Ich war damals davon fest überzeugt, sobald alles erledigt ist, und ich hatte meine Karte war zu der Zeit auch noch nicht fertig, sobald ich meine Karte habe und alles von den Pässen her erledigt ist, werde ich mit Alim in die Türkei kommen. Dann hat das so ein Ausmaß genommen, dass auch Abu und ich den Kontakt verloren haben, weil wir haben uns gestritten. Und das war auch das letzte Mal, dass ich mit Abu gesprochen habe. Ich bin dann nach dieser Braunschweig-Sache zu meiner Familie gezogen, zu meiner Mutter gezogen, genau. Ich habe einen Monat bei ihr gelebt. Alle meine Sachen musste ich wieder natürlich zurücklassen. Ich habe nur das mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Ich habe einen Monat bei meiner Mutter gelebt. Zu dieser Zeit kamen auch ständig Anrufe von Alim an meine Mutter, dass er sich entschuldigt, dass er hat es auf die Drogen geschoben. Und auch zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Mutter, sie hatte die Sache in Braunschweig mitbekommen, aber ich hatte ihr noch nicht erzählt, was alles davor passiert war. Und ich habe auch vor meiner Mutter quasi alle verteidigt und gesagt, ja Mama, das ist nur wegen den Drogen passiert. Jemand hat ihn reingelegt und habe quasi versucht, alle vor ihr zu beschützen. Dann ist da noch eine Sache passiert. Alim hatte damals zu der Zeit mit Camillo und Mancha, Marek und Hamza gearbeitet. Das war sein Team für YouTube-Videos und Cutter. Dann kam irgendwann mal ein Anruf von Ali und meinte, die Jungs haben sich ins Taxi gesetzt, wir sollten uns in Düsseldorf treffen. Die Jungs sind aber nie in Düsseldorf angekommen. Und wir haben dann angefangen, Krankenhäuser anzurufen. Ich habe aus Österreich aus Krankenhäuser in Deutschland angerufen und versucht, irgendwas herauszufinden, weil wir dachten, Jungs, ist was passiert.
Am Ende hat es sich festgestellt, dass die Jungs von ihm geflohen sind. Die haben es mit allem nicht mehr ausgehalten, weil er auch damals auf diesen Drogen war, ist er komplett ausgerastet. Und die haben es mit allem nicht mehr ausgehalten, dass ihnen keine andere Wahl blieb, als von allem zu fliehen, quasi von ihm wegzulaufen, weil er sie auch sonst nicht gehen lassen hat oder so. Ich weiß es nicht. Zu der Zeit hatte ich auch ab und zu mit Maestro geredet. Maestro sagte mir auch, wenn du nicht zurückkommst, hat Alim niemanden mehr, er hat hier gar niemanden. Du und die Kinder seid die einzigen, die er hat. Und ich hab auch angefangen, Schuldgefühle zu bekommen, weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht zurückgehe mit den Kindern, Alim hat wirklich absolut niemanden, seine Brüder sind nicht da, niemand ist da. Und dann habe ich die dümmste Entscheidung überhaupt getroffen und mich entschieden, mit den Kindern wieder zu ihm zurückzugehen. Aus Mitleid, ich bin aus Mitleid zurückgegangen, weil er mir einfach leid getan hat, obwohl das alles passiert war. Und bin ich einfach im Grunde auf ihn erneut reingefallen, habe mich von ihm manipulieren lassen. Er meinte, es wird jetzt alles besser, er wird sich ändern. Dann sind wir nach Karst gezogen in ein Haus. Er hat mir erzählt, dass er dieses Haus kaufen wird und dass er schon die Hälfte von diesem Haus bezahlt hätte oder was auch immer, was ich aber wusste, dass gelogen ist. Meine Mutter war damals auch dabei, weil sie mich ja nach Österreich zurückbegleitet hat. Und meine Mutter hat diese ganze Sache von ihm abgekauft und dachte, wow, krass, was für ein tolles Haus und alles, weil meine Mutter ja die Wahrheit nicht kannte. Falls ihr euch an dieses eine Video erinnert, wo Ali mich in ein Haus bringt, da habe ich so blaue Sneaker an, wo er mich in ein Haus bringt, wo vorne eine Masche ist, das war diese Zeit. Ali hat daraus so ein großes Tamtam gemacht, weil das quasi nach dieser Braunschweig-Schlägerei war. Das war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendeinen Mietvertrag oder Kaufvertrag irgendwas gesehen habe von dem Ort, wo wir gelebt haben. Und dann habe ich wirklich einen kleinen Funken Hoffnung gehabt, dass wir vielleicht wirklich in diesem Haus bleiben würden. Wir hatten erstmal wieder mal keine Möbel, wieder mal auf dem Boden geschlafen, wir alle. Entschuldigung. Irgendwann haben wir uns dann hat alle Möbel besorgt durch eine Kooperation. Diese Kooperation hat er aber nie bezahlt und hat auch genau diese Leute auch mit Schulden hinterlassen. Und solche Sachen haben mich immer fertig gemacht, weil quasi das wieder ein schlechtes Licht auf uns alle geworfen hat und uns alle ein Problem verschafft hat. Ich habe das erste Mal in diesem Haus Vorhänge bekommen. Ich habe mich über diese Vorhänge wie verrückt gefreut. Diese Vorhänge haben in diesem Moment auch einfach alles bedeutet. Ich dachte so wirklich, oh mein Gott, ich werde wirklich ein Zuhause haben. Ich habe das erste Mal jetzt auch Vorhänge und ich habe mich wie ein Kind, ich habe mich einfach dumm und dämlich gefreut. Zu dieser Zeit in Karst haben wir auch das erste Mal einen Kita-Platz gehabt für unsere Kinder. Die sind das erste Mal in die Kita gekommen. Und das war das Allerbeste daran, dass meine Kinder endlich auch unter Kinder gehen können und auch, wie soll ich das sagen, ja, dass meine Kinder auch unter Kinder gehen können und auch endlich anfangen dürfen zu leben, sage ich jetzt einfach mal. Zu dieser Zeit hatte ich, wegen der Sache, die in Braunschweig passiert war, hatte ich ein Trauma und ich habe Zuckungen entwickelt. Meine rechte Seite hat angefangen zu zucken. Quasi, wenn auch allem sich mir genähert hat oder irgendwie in meine Richtung kam, habe ich so angefangen zu springen und zu zucken. Ich hatte Angststörungen. Mein rechtes Auge fing an, stecken zu bleiben. Das fing einfach mittig an, stecken zu bleiben. Das hielt alles 1, 2 Monate an. Ich hatte richtig Angst, dass das für immer jetzt bleiben wird. Ich dachte jetzt, okay, mein Körper ist einfach schon geschädigt und meine Psyche, das jetzt schon, dass man es ja sogar schon mir ansehen kann. Zum Glück hat das nicht gehalten, das ist weggegangen. Nach der Zeit merkte ich auch schnell, nichts hat sich verändert, allem ist, wie er ist. Dieses tägliche Streitereien, tägliches Anschreien, mich täglich fertig machen, ging weiter. Dann kam auch langsam die Zeit, dass ich endlich einen Führerschein machen durfte. Ab da fing ich an, mich auf mich zu konzentrieren. Ich dachte, ich habe mir Lügen eingeredet, ich habe mir alles schön geredet, ich habe mir ja diese ganzen Umzüge schön geredet. Ich dachte mir, ja komm, wenn du älter bist, hast du lustige Geschichten zu erzählen. Ich habe quasi sämtliches Trauma, was man mir angetan hat, was mir angetan wurde, habe ich versucht, schön zu reden. Ich habe mich selber belogen. Ich dachte mir, ja komm, irgendwann werden die Kinder älter, du wirst älter, es wird nicht immer gleich bleiben, es wird besser werden. Versuch, dich auf dich zu konzentrieren und mach dein Ding. Das hat aber nicht funktioniert. Ich bin in ein tiefes Loch gefallen, das sich wieder
seit langem das erste Mal wieder Selbstmordgedanken hatte, weil ich so sehr gelitten habe, weil ich wieder ständig alleine war. Ich hatte eine Menschenangst entwickelt. Ich hatte Angst, alleine einkaufen zu gehen oder rauszugehen. Ich habe Angst vor Menschen gehabt. Ich habe Angst gehabt, mit Menschen zu reden, unter Menschen zu gehen. War für mich einfach die Hölle. Nach der Zeit kam dann dieses Maestro-Video, wo Maestro über Alim erzählt hat, wie er ist. Das ist alles auch komplett die Wahrheit, was Maestro erzählt hat. Nichts davon ist gelogen. Was Alim betrifft, Maestro hat ihn perfekt beschrieben. Irgendwann, dieses Maestro-Video hat Alim sehr getroffen, und dass er nicht mehr funktioniert hat und bei niemand mehr reingegangen ist. Dann kam mal ein Anruf von Adam, Alims Bruder, und meinte zu mir, warum erreiche ich Alim nicht? Und was ist da los bei euch? Und ich meinte, ja, wegen dieser aktuellen Maestro-Sache. Und ich habe versucht, so vorsichtig zu reden. Und er meinte, ja, was hat es damit auf sich? Und ich kann ja nicht Alims Bruder jetzt sagen, ja, Maestro ist im Recht, Alim ist im Unrecht. Ich kann ja nicht bei Alims Bruder quasi Alim schlecht reden. Dann hat Adam angefangen zu lachen und hat mich unterbrochen und meinte, Anis, bitte, du brauchst mir nichts vormachen. Ich weiß doch, was für ein ekelhafter Lügner mein Bruder ist und was für ein Mensch er ist. Ich hatte auch zu dieser Zeit allgemein sehr oft so Pausen von meinem Instagram. Ich bin manchmal ein, zwei Monate verschwunden. Leute, die mich abonniert haben, werden sich daran erinnern. Und wenn ich ein, zwei Monate verschwunden bin, lag es halt einfach oft daran, wegen meiner psychischen Verfassung, weil ich immer in so ein tiefes Loch gefallen bin. Ich habe jeden einzelnen Tag geweint. Ich habe meine Augen, wenn ich früh aufgestanden bin, waren so angeschwollen, dass ich meine Augen nicht mehr aufmachen konnte. Ich hatte einfach so einen unglaublichen Schmerz in mir, in meiner Brust. Mir hat einfach alles wehgetan. Ich habe das einfach nicht mehr ertragen. Ich habe mich jeden Tag gefragt, warum muss ich so leiden? Ich war einfach einsam, ich war depressiv. Ich fing wieder an, Selbstmordgedanken zu haben. Ich fing an absolut allem zu zweifeln. Das Einzige zu dieser Zeit, das mich von meinen Selbstmordgedanken abgebracht hat, waren meine Kinder. Weil ich mir dachte, es wird niemals wieder jemanden geben, der diese Kinder so liebt und sich um diese Kinder so sorgen wird wie ich. Und ich wollte diesen Kindern einfach nicht ihre Mutter nehmen. Alim und ich hatten ekelhafte Streitereien. Streitereien, in denen er auch mehrfach auf mich losging. Und ich fing immer öfters an, mehr durchzudrehen. Ich fing an, auch Alim zu beleidigen. Ich habe ihn auf jede Art und Weise beleidigt. Ich habe mir jedes mögliche Schimpfwort zu ihm gesagt. Ich wollte ihm dazu bringen, dass er sich von mir trennt, was aber nicht geklappt hat. Ich habe ihn auch gedroht, abzuhauen, wenn er mich nicht in Ruhe lässt. Ich habe gesagt, ich werde wieder abhauen. Er soll aufhören, meine Psyche kaputt zu machen. Ich kann das nicht mehr. Ich bin am Ende angekommen. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, dass ich mir psychisch nicht mehr gut geht und ich mir sogar bereit bin, irgendwas anzutun. Also ich habe ihn quasi angefleht, mich in Ruhe zu lassen, damit ich mir nichts antue. Zu der Zeit hatte ich auch schon einen unglaublichen Hass entwickelt. Meine Liebe zu Alim war schon lange weg. Ich habe diese Menschen nur noch gehasst. Ich wollte ihn weder sehen noch hören. Auch wenn Alim mir zu nahe kam und versucht hat, mich zu umarmen, habe ich eine Panikattacke bekommen. Ich wollte mich komplett von diesen Menschen fernhalten. Mir wurde regelrecht schlecht, wenn ich ihn sehe. Ich habe alles gehasst, was er getan hat, alles, was er gesagt hat. Ich habe alles gehasst. Ich hatte nur noch Hass übrig für diesen Menschen. Und ich wollte mit aller Macht von ihm wegkommen. Und er hat es aber nicht zugelassen. Er hat mir auch immer gedroht, wenn ich mich jemals von ihm trenne, dass er mich umbringen wird und dass er auch die Kinder umbringen wird. Und ...2023 ging es nur noch um Trennung. Ich habe mehrfach versucht, mich zu trennen. Einmal war auch ein Moment, wo ich ausgerastet bin und gesagt habe, ja, das ist vorbei, ich trenne mich jetzt, ich rufe meine Mutter an. Hat mir auch mal das Handy weggenommen, damit ich meine Mutter nicht anrufen kann. Und ich bin zu Hause ausgeflippt, und immer wenn ich ausgeflippt bin, hat er immer Leute ins Haus geholt. Und damals hat er zum Beispiel Toni geholt. Ich bin komplett verheult an der Tür und Toni ist da, und er hat Toni geholt, damit er mit mir redet. Ich meinte, nein, bitte, ich möchte nicht, es soll bitte keiner reinkommen. Alim hat ihn trotzdem reingelassen. Da habe ich mich mit ihm hingesetzt und dann musste ich mir anhören, dass die Ehe nicht immer gut ist und was auch immer. Die haben auf mich eingeredet, aber diese Menschen kannten ja nicht die Wahrheit. Und immer wenn ich wieder ausgerastet bin, hat Alim seine Kollegen gesagt, ja, rede mit denen, sprich mit denen. Also die sollen mit mir sprechen. Er hat sie immer aufgefordert, auf mich einzureden, dass ich mich beruhige.
Irgendwann kam mir dieser Punkt, dass ich dachte, der wird mich niemals gehen lassen, ich komme hier nur tot raus, und habe wieder erneut versucht, mich selber anzulügen und mir alles schön zu reden. Meinte, komm, mach dein eigenes Ding, scheiß auf allem, kümmere dich um die Kinder, tu, als würde er nicht existieren, was er auch gar nicht zugelassen hat, weil selbst wenn ich ihn nicht zurück umarmt habe, ist er ausgerastet, hat mich weggeschubst, hat Sachen kaputt gemacht und ist auf mich losgegangen. Er wollte nicht akzeptieren, dass ich von ihm nicht angefasst werden wollte. Ich hatte ja auch, wie gesagt, weil Alim hat auch zu der Zeit, ich hatte zu der Zeit einfach so einen Ekel entwickelt. Dann habe ich auch endlich meinen Führerschein geschafft, durch eine große Hilfe. Durch viel Unterstützung habe ich endlich geschafft, meinen Führerschein zu machen. Alim war mir nie eine Unterstützung. Er hat mich immer alles versprochen und immer gesagt, wir machen das, ich bringe das, ich kümmere mich drum, aber er hat sich nie um irgendwas gekümmert. Auch Rechnungen, wo ich ihn angebettelt habe, kannst du das bitte bezahlen, kannst du das, hat er nie gemacht. Er hat sich noch nie um irgendwas gekümmert. Dann kam das Thema wieder, dass wir erneut umziehen. Was für mich zu der Zeit auch keine Überraschung mehr war. Ich hatte auch aufgehört, in Sachen, irgendwelche, im Haus irgendwelche Sachen neu zu kaufen oder irgendwas zu machen, weil ich wusste, okay, wir ziehen um. Ich habe sogar schon Sachen gepackt, obwohl wir noch nicht mal ein neues Haus oder irgendwas hatten, weil ich genau einfach schon dran gewöhnt war. Ich kannte diesen Ablauf, ich wusste, wie das ablaufen wird. Dann sind wir nach Ratingen gezogen, in ein neues Haus. Und die Kita damals war von uns eine halbe Stunde entfernt. Und ich wollte aber die Kinder aus dieser Kita nicht rausnehmen, weil ich wollte, auch wenn mein Leben so war, wollte ich das Leben der Kinder nicht so durcheinander bringen. Und habe sie in der Kita gelassen, weil sie dort endlich quasi angekommen waren. Sie hatten Freunde dort, sie haben diesen Kindergarten geliebt, sie waren gerne dort. Also habe ich damit angefangen, quasi jeden Tag 2 Stunden, also Montag von Freitag, 2 Stunden zu fahren, nur wegen der Kita. Also halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück und sie dann später nochmal abholen, halbe Stunde hin und halbe Stunde zurück. Das war es mir aber wert für die Kinder. Meine Angst, mit Alim zu leben, wurde immer größer, weil Alim immer wieder mit anderen Leuten Probleme verursacht hat, sich mit anderen Leuten es verscherzt hat und diese Leute aber dann auch zu uns nach Hause gekommen sind und zu Hause uns gedroht haben und ich immer Angst hatte, weil ich auch immer ständig alleine zu Hause war. Als ich meinen Führerschein hatte, habe ich auch endlich mein eigenes Auto bekommen. Und das war das erste Mal, dass ich irgendwas auf meinen Namen hatte, das mir alleine gehört und das man mir quasi nicht wegnehmen kann, weil ich sonst auch in dieser Ehe absolut keinen Besitz hatte. In diesem Haus in Ratingen gingen die Streitereien weiter. Wir haben nur noch über Trennung geredet. Ich wollte mich mehrfach von ihm trennen. Er hat mir vorgeworfen, dass ich jemanden anderen haben wollen würde. Ich meinte, nein, ich kann einfach mit dir nicht mehr leben. Ich liebe dich nicht, ich hasse dich und ich ertrage dich nicht. Ich will von dir weg. Ali meinte immer, dass ich Gründe suche, um zu gehen. Aber die Wahrheit war, dass ich Gründe gesucht habe, um zu bleiben. Ich hatte noch irgendeinen Teil in mir, der für diese Ehe gekämpft hat, einfach wegen der Kinder. Und irgendwann hatten wir mal einen schlimmen Streit. Da bin ich aus dem Haus gerannt. Ich bin zu meinem Auto gerannt. Und ich meinte zu ihm, das war's, ich hau jetzt ab. Und er hat mich an den Haaren ins Haus vor den Nachbarn zurückgezogen. Er hat mich dann geschlagen und ist wieder auf mich losgegangen. Es gab sogar mal ein TikTok von mir, wo ich an den Armen überall blaue Flecken hatte. Und da hatte ich so ein kurzes T-Shirt an, ich hatte überall an den Armen blaue Flecke. Und die Leute hatten sogar da kommentiert, warum hast du auf den Armen überall blaue Flecke? Und ich habe mich dann herausgeredet, ach so, ja, die sind von meinen Kindern. Ich hatte mich da quasi einmal fast selber exposed. Man hat immer wieder so ein bisschen Verletzungen an mir gesehen, aber ich habe immer versucht, die zu verstecken. Dann habe ich herausgefunden, dass Verwandte von mir 2 Stunden von mir entfernt leben. Das sind auch meine einzigen Verwandten, die ich in Deutschland habe. Ich durfte aber mit meinen Verwandten, mit denen keinen Kontakt haben. Ich durfte niemanden zu mir einladen. Und dann habe ich geschafft, mit einem Vorwand, habe ich Alim reingelegt und habe geschafft, dass meine Verwandten mich einmal besuchen können. Dann ging das so weiter. Und dann kam der Tag,
an dem ich mich endgültig von allem getrennt habe. Ich habe die Kinder genommen und bin zu meinen Verwandten abgehauen. Ein paar Tage später. Ich habe auch alles im Haus zurückgelassen, weil ich quasi abhauen musste und ich dachte mir, ich hole mich später alles nach. Dann, eine Weile später bin ich mit meiner Cousine ins Haus gefahren, um Sachen abzuholen. Ich habe meine Cousine mitgenommen, damit sie auf die Kinder aufpasst und ich somit die Sachen packen kann. Wir sind um 18 Uhr losgefahren und ich erzähle jetzt in der nächsten Story weiter. Also, ich hatte mich von allem getrennt. Als ich zu meinen Verwandten bin, gab es viel Streit. Allem hat mich terrorisiert mit Anrufen und Nachrichten. Dann nach langem Hin und Her wurde ausgemacht, dass ich ins Haus komme, um meine Sachen abzuholen. Ich habe meine Cousine mitgenommen als Unterstützung, weil ich mich auch ein bisschen wohler gefühlt habe. Als wir ins Haus reingekommen sind, stand Alim schon an der Tür. Er hat uns reingelassen, hat hinter uns die Tür zugemacht, zugesperrt und den Schlüssel rausgenommen. Und er hat meine Cousine weggeschickt mit den Kindern, meinte, geht mal rüber in die Küche, ich muss mit Anis reden, hat mich ins Schlafzimmer gebracht, hat die Tür zugemacht und hat angefangen, mich zu schlagen. Er hat mich hinten am Nacken gepackt, so, und hat meinen Kopf mehrmals gegen gegen die Wand geschlagen, hat die ganze Zeit meinen Kopf genommen, mehrfach die ganze Zeit gegen die Wand geschlagen, hat mich auf den Boden geschlagen, hat angefangen, auf mich einzuschlagen. Und dann ist meine Cousine reingerannt. Ich bin rausgerannt, in den Flur gerannt, Alim ist mir hinterher und hat mich weitergeschlagen. Die Kinder haben das alles mitbekommen, die haben beide hysterisch geschrien. Meine Cousine hat versucht, die Kinder zurückzuhalten und wegzubringen. Sie hat versucht, auch dazwischen zu gehen. Und sie meinte, ich rufe jetzt die Polizei. Und dann hat Alim ihr das Handy weggenommen, damit sie nicht die Polizei rufen kann. Als Alim wieder später auf mich losging, hat sie geschafft, an ihr Handy ranzukommen. Und jetzt zeige ich euch Nachrichten. Das sind Nachrichten, die meine Cousine an ihre Schwester geschrieben hat. Was soll ich jetzt machen? Wallah, ich weiß nicht mehr weiter, ich will hier weg. Er lässt sie nicht gehen, sie will weg, aber er sagt, er bringt sie um. Sie sagt, dazu komme ich gleich. Ich zeige euch gleich den Chat. Ihre Schwester hat geantwortet, das ist ein großes Haus, sie soll mit den Kindern ins Kinderzimmer gehen und das Schlafzimmer und zumachen. Sie wollte, dass wir uns verstecken und so die Polizei rufen. Dann hat sie geschrieben, fährst du schon? Und meine Cousine schreibt, nein, er hat die Tür abgeschlossen. Und meine Cousine hat ihr geschrieben, bitte rufst du die Polizei, wir trauen uns nicht, die Polizei zu rufen, weil sie hatte Angst, wenn sie jetzt einen Anruf macht, dass alle mir das Handy wegreißt oder ihr was antut. Sie hat geschrieben, bitte hast du gerufen, kommen die? Hat sie geantwortet, ja, wird sie gerade bedroht? Ja. Er sagt, wenn sie rausgeht, bringt er sie um und wird in den Knast kommen. Sie finden nicht mit diesem Namen die Adresse. Sie rufen gleich auf deine Nummer an. Das Problem war, sie war in einer anderen Stadt, meine ältere Cousine. Und die Polizei hat zu denen gesagt, dass wir den Anruf tätigen sollen, quasi aus unserer Stadt. Und deshalb hat es lange gedauert, bis die Polizei kam. Sag einfach, die sollen diese Adresse kommen. Habe ich gesagt, er wird ausrasten, er wird sie umbringen. Die Polizei hat aufgelegt, sie haben aufgelegt, die sollen einfach kommen, ruf du von da an, wegen dem Standort. Die Polizei hatte sich quasi angestellt und da gab es Probleme. Und ab da hatte schon Alim ihr das Handy weggenommen. Und die ältere Cousine konnte uns nicht mehr erreichen. Währenddessen hat mich Ali nonstop weitergeschlagen. Er hat auf mich eingeschlagen. Ich habe auch dazu einen Polizeibericht. Das werde ich auch alles zeigen. Ich habe das jetzt noch nicht geschwärzt. Ich werde das schwärzen und einblenden oder in meine Story posten. Ich weiß nicht, ich gucke, wie ich das jetzt mache. Das mit dem Schlagen ging dann so weiter, dass mir klar wurde, okay. Er meinte es im Ernst, wenn ich mich von ihm trennen will, bringt er mich um. Und dann bin ich in die Küche gerannt und habe ich ein Messer genommen und ich habe das Messer auf meinem Bauch gehalten und wollte mir das Messer selber in den Bauch stechen, weil in meinem Kopf war. Ich dachte mir, lieber bringe ich mich selber um, als dass ich zulasse, dass er mich umbringt, wegen dem ganzen Leid, was er mir angetan hat. Ich habe das Messer genommen, ich wollte es in meinen Bauch stechen. Alim ist dazwischen gerannt und hat das Messer weggeschlagen. Ich zeige euch jetzt hier die Chats. Das ist der Chat von meiner Cousine und ihrer Schwester.
Sie hat auch geschrieben, sie sagt, sie bringt sich um, wenn sie hier bleibt. Das sind Verletzungen von mir, wo er mich am Hals gepackt hat, als er meinen Kopf gegen die Wand geschlagen hat. Da bin ich, wie ich sitze, und alle mich anschreien, weil er mich nicht gehen lassen wollte. Dann später ist die Polizei aufgetaucht. Die haben am Fenster geklopft. Der hat noch an die Tür geklopft, aber wir hatten den Schlüssel nicht, die konnten nicht aufmachen. Die mussten quasi aus dem Fenster reinkommen. Als sie gesehen hat, dass die Polizei da ist, ist alle weggelaufen. Er hat versucht, über den Zaun zu springen, ist aber dann wieder zurückgekommen. Die Polizei hat das. Wollte das alles aufnehmen und ich hatte gesagt, es ist nichts passiert, es ist alles egal, bitte helfen Sie mir nur aus diesem Haus zu kommen. Und ich habe quasi auch der Polizei gesagt, es ist nichts passiert, alles gut, weil ich wollte alle nicht anzeigen oder ihm Probleme machen. Ich habe mich das auch nicht getraut. Und dann ist aber meine Cousine ausgerastet und meinte, das stimmt nicht. Er hat sie die ganze Zeit geschlagen, hat ihr sogar die Haare ausgerissen, auf dem Boden lagen von mir ausgerissene Haare. Und quasi meine Cousine hat ihnen alles dann erzählt. Die Polizei hat dann auch Fotos von mir gemacht und das alles aufgenommen und dann quasi geholfen, aus dem Haus rauszukommen. Ich konnte nur ein paar Sachen mitnehmen und musste den Rest zurücklassen. Dann sind wir aus dem Haus raus und ich bin mit den Kindern wieder zu meinen Verwandten gefahren. Ab da hat Alim angefangen, alle aus meiner Familie anzurufen und zu behaupten, ich hätte ihn betrogen. Weil wir waren da schon getrennt und wenn die Familie erfahren würde, er hätte mich trotzdem danach noch geschlagen. Hat er angefangen, sich zu schützen und sich rauszureden, hat erzählt, ich hätte ihn betrogen, er hätte mich erwischt, er hätte Fotos und Videos, wie ich ihm fremdgehe, wie ich bei anderen Männern bin und dass ich sogar schwanger von einem anderen Mann sei, hat er auch damals meine Familie erzählt. Es gibt nichts, was er nicht gesagt hat. Dann hat er angefangen, Chats zu machen. Er hat Chats gefaked, dass ich mit anderen Leuten geschrieben hätte und hat diese Chats herumgeschickt. Er wollte quasi meine ganze Familie gegen mich aufstellen. Er wollte, dass alle gegen mich sind, damit ich keinen Platz mehr habe, wo ich hin kann und ich quasi keine Wahl habe, als zu ihm zurückzukommen. Er hatte sogar bei meiner Familie behauptet, diese ganzen Verletzungen, dass ich sie mir selber angetan hätte. Und er hat quasi mit aller Macht versucht, sich rauszureden, dass er nicht der Schuldige ist. Ja, dann bin ich erstmal zurück zu meinen Verwandten. Ich habe mit meinen Kindern dort gelebt erstmal. Ich hatte Riesenproblem dann mit der Polizei und mit dem Jugendamt. Also die Polizei hat ein Annäherungsverbot gemacht. Und das Jugendamt meinte zu mir, ob ich den Vater anzeigen will und ob ich das alleinige Sorgerecht beantragen will. Und ich meinte nein. Ich habe mich nicht getraut, allem anzuzeigen. Dann hat mir das Jugendamt gesagt, weil die Kinder dabei waren und diesem psychischen Stress ausgesetzt waren, hat das Jugendamt mir zu mir gesagt, wir können nicht verbieten, dass sie zu ihrem Mann gehen. Aber weil ich quasi allem kenne, wenn sie ihre Kinder wieder in diese Lage bringen, also wenn ich quasi die Kinder zu allem bringe und das wieder so eskaliert, würde ich Probleme mit dem Jugendamt haben, würde ich Probleme haben und dass ich dann ernsthafte Schwierigkeiten hätte wegen den Kindern, weil ich sie quasi bewusst in eine stressige Situation bringe. Deshalb hatte ich auch erstmal Angst, überhaupt mich allem auf irgendeine Art und Weise zu nähern. Ich hatte auch Probleme mit der Polizei. Ich wurde dann Wochen später gerufen, damit ich meine Aussage mache. Ich habe da auch gesagt, ich will Alim nicht anzeigen. Aber die Polizei hat ihn von sich aus selber angezeigt. Er war auch Wiederholungstäter und auch wegen Freiheitsberaubung wurde er angezeigt. Zu der Zeit nach der Trennung ging es mir sehr, sehr, sehr schlecht wieder.
Ich habe aufgehört zu essen. Ich konnte einfach nicht essen. Manchmal sind 3 Tage vergangen, ohne dass ich einen einzigen Bissen zu mir nehme. Ich habe wieder stark abgenommen. Meine Verwandten haben sich aber sehr um mich gekümmert, aber die konnten mich nicht dazu bringen zu essen. Ich konnte einfach nicht essen. Mir ging es sehr schlecht und das ging dann so weit, dass ich ins Krankenhaus musste. Ich konnte nicht mehr atmen. Mein Herz hat wie verrückt geschlagen. Es hat, als würde es mir jeden Moment aus der Brust rausspringen. Als ich im Krankenhaus dann war bei der Notaufnahme, haben die gemerkt, ich habe Sauerstoffmangel. Die haben auch mein Herz untersucht. Die konnten sich alle nicht erklären, was mit mir los war. Die meinten, ich habe Werte von einer alten Frau, die können sich das alles nicht erklären. Und dann haben sie mit mir mehrere Tests gemacht. Das ist das Bild, wo ich im Krankenhaus bin, mit Datum oben. Dann haben sie mit mir mehrere Tests gemacht. Dann gab es bei diesen Laborwerten gab es was Seltsames, und zwar meine Delimere. Dass der Durchschnittsbereich ist zwischen 0 und 243 und meiner war auf 949. 500 ist schon sehr erhöht und 900 war schon über den Durchschnitt quasi extrem erhöht. Und die Krankenschwester und die Ärzte haben sich unglaublich Sorgen gemacht. Die konnten sich nicht erklären, was mit mir los war. Dann kam auch der Verdacht auf Lungenembolie. Jeder, der weiß, was eine Lungenembolie ist, also ich wusste es damals nicht, ich habe es gegoogelt und dann habe ich gelesen, dass man von einer Lungenembolie innerhalb von 1, 2 Stunden sterben kann. Ich hatte keine Ahnung, was mit mir los war, ich hatte keine Ahnung, was da passiert ist. Die haben mit mir weiter Tests gemacht und die haben aber nichts gefunden. Und dann habe ich quasi gesagt, ich habe 2 Kinder zu Hause, ich kann hier nicht bleiben und habe mich selber entlassen. Ich hatte keine Ahnung, was mit mir los war. Jetzt bin ich mir zu 100% sicher, nach 7 Jahre Ehe mit ihm, nach dieser ganzen Folter und alles, was er mir angetan hat, ist mein Körper, alles, dieser ganze psychische Stress, alles, was mir angetan wurde, diese 7 Jahre, als ich mich endlich geschafft habe, von ihm zu trennen, ist quasi mein Körper zusammengebrochen. Dieser ganze Stress und alles, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich bin quasi dieser ganze Druck, den ich jahrelang auf mir hatte, ich bin einfach zusammengebrochen. Ich bin mir 100% sicher einfach, dass mein Körper angefangen hat, einfach aufzugeben, weil er keine Kraft mehr hatte. Weil auch die Ärzte im Krankenhaus konnten sich nicht erklären, was mit mir los war. Danach hatte ich regelmäßig Besuch von Jugendamt, weil ich bei meinen Verwandten gelebt habe. Dann hat mir das Jugendamt sehr, sehr Stress gemacht. Die hatten auch keine Rücksicht auf meine Situation. Die haben mir sehr, sehr Stress gemacht, dass ich eine eigene Wohnung finden muss, weil die Kinder ein eigenes Zimmer und einen eigenen Schlafplatz brauchen. Dann blieb mir keine Wahl, als erstmal eine eigene Wohnung zu nehmen. Zu der Zeit hatte ich aber kaum Geld. Ich habe angefangen, meine Sachen zu verkaufen. Ich habe auch meinen Ehering verkauft. Alim hatte mir damals erzählt, dass er diesen Ehering, dass der Ehering 8.000 € kostet, was ich aber schon wusste, was eine Lüge ist, auch schon damals. Aber ich dachte, wenigstens werde ich ein paar hundert Euro für diesen Ring kriegen. Und dann bin ich zum Juwelier gegangen. Ich hatte meine Verwandte mit mir mit. Ich habe ihm das alles erklärt und dann hat der Juwelier zu mir gesagt, hat er quasi meine Verwandte rausgeschickt und meinte, ich möchte mit dir alleine reden. Ich meinte, was ist denn los? Und er meinte zu mir, tut mir leid, dass ich dir das so sagen muss, aber dieser Ring ist höchstens 40 € wert, mehr kriegst du dafür nicht. Diesem Juwelier habe ich für diese Sache einfach, er hatte einfach Mitleid mit mir. Das war so ein Moment, weil ich von Alims Lügen gewöhnt war und ich wusste, das hat mich nicht schockiert, wie soll ich das sagen? Ich war in diesem Moment nicht schockiert, als er mir sagte, der Ring ist nur 40 € wert. Ich habe das sogar einfach gelacht und meinte, ja, okay, nimm, weil ich es einfach schon dran gewöhnt war, an Alims Lügen und dass nichts, was aus seinem Mund kommt, die Wahrheit ist. Ich hatte nach der Trennung viele Probleme. Ich hatte viele Schulden, weil auch Alim viele Verträge auf meinen Namen abgeschlossen hatte. Und das ist dann alles auf mir geblieben und ich hatte kein Geld und musste all diese Sachen irgendwie begleichen. Ich habe angefangen, auch meine Sachen zu verkaufen, meine Taschen, damit ich zu Geld komme. Der Kontakt mit Alim kam wieder. Er hatte sich entschuldigt, dass es ihm leid tut und wieder dieselbe Masche. Ich habe ihm gesagt, ich werde niemals wieder mit ihm zusammenkommen. Ich werde niemals wieder mit ihm unter einem Dach leben. Dann hat er angefangen, mir zu drohen. Er hat mir gedroht, wenn ich die Kinder nehme und nach Österreich gehe, dass er uns dort finden wird und umbringen wird und uns sonst was antun wird. Dazu zeige ich jetzt einen Chat. Ruf an, wen du willst, wann du willst oder auch gar nicht. Und du guck, was das Schicksal bringt. Assalamu alaikum, ich lese mir diese Scheiße, die du jeden Tag wiederholst, nicht durch. Ich habe geantwortet, mach deinen Krieg, bitte geh so weit du willst, hetz wen du willst auf mich, ruf Polizei, mach was du möchtest, droh mir noch 100 Mal, ich werde mein Leben leben.
Er wollte nicht akzeptieren, dass ich mich quasi von ihm trennen will, getrennt bin. Alim sagt, ich bin ein Hurensohn, wenn du meine Kinder nach Österreich bringst. Selbst wenn ich sterben muss mit Waffe und Polizei, bin ich ein Hurensohn, wenn du das durchstehen wirst. Der letzte Hurensohn. Dich Bastard nehme ich mit, genau wie mich. Hat mir quasi gedroht abzuhauen. Hat mir gedroht, wenn ich mit den Kindern abhaue, dass sie mir sonst was antut. Dann habe ich halt entschlossen, dass ich hier erstmal bleibe. Und also ich fing wieder an, normal Kontakt miteinander zu haben. Er wollte die Kinder sehen. Ich muss doch zu den Kindern sagen, die Kinder lieben ihren Vater wie verrückt, weil ich die Kinder, vor den Kindern auch den Vater niemals schlecht gemacht habe. Auch in all dieser Zeit, wo er nicht da war, habe ich auch immer gesagt, Papa ist arbeiten. Und weil Alim behauptet, es gab, er hat seine Kinder monatelang nicht gesehen. Wir hatten das erste Treffen im Januar. Bei diesem Treffen war auch Samarita und sein Bruder dabei. Die können das auch bestätigen. Dann hatten wir ein weiteres Treffen im Februar. Auch bei diesem Treffen war Samarita und sein Bruder dabei. Die können das Treffen bestätigen. Danach gab es noch ein Treffen. Er ist aber dann zu mir gefahren. Und damals war Ramadan, das war März. Er ist mit einem Kollegen gefahren, der ihn gebracht hat. Ich hatte für beide Essen gemacht. Und ich hatte quasi das Essen gemacht, damit, wenn die Fasten brechen können, dann im Auto auf der Rückfahrt oder so irgendwo anhalten können und essen können. Ich hatte Essen vorbereitet. Alim ist gekommen, wir haben uns im Park und bei uns getroffen. Es war noch nicht Zeit für Fastenbrechen. Er hat einfach das Essen genommen und hat angefangen zu essen und meinte, es ist ihm egal, er fängt jetzt schon mal an und hat einfach das Essen aufgegessen. Moment. Moment, ich muss nur hier eine Sache durchstreichen. So. Das war 31. März. Da gab es noch ein Treffen. Danach gab es im Mai ein weiteres Treffen. Im Juni gab es ein weiteres Treffen. Danach gab es noch ein Treffen. Da haben die Kids zwei übernachtet. Da hat der Alem hatte irgendein Video hochgeladen, wo er unsere Chats geleakt hat. Da sieht man auch, dass ich ihm die Kinder nicht verweigert habe und wir versucht haben zu kooperieren, dass ich quasi ich mir Mühe gegeben habe, damit das funktioniert und er die Kinder sehen kann. Ja, und im Grunde sind wir jetzt hier zu der aktuellen Zeit angekommen. Jetzt dreht Alem auf Instagram durch. Weil ich ihm erneut klar gemacht habe, dass ich niemals wieder mit ihm zusammen sein werde. Redet jetzt alle im Internet durch. Ich verstehe auch nicht, wie viele Leute ihn einfach so glauben können und so viel Glauben schenken können. Ich meine, ihr habt ihn doch alle die letzten Jahre, ihr habt doch seine Karriere beobachtet. Ihr habt doch gesehen, wie andere Menschen gesagt haben, Alim ist falsch und euch vor ihm gewarnt haben. Und ihr seid immer und immer wieder auf ihn reingefallen und ich verstehe das nicht. Alim weiß, wie Social Media funktioniert. Seine ganze Karriere bestand daraus, sich aus Scheiße rauszureden. Niemand kann das besser als er. Egal mit Lügen und Manipulation und gefälschten Sachen und sonst was, wird er immer wieder schaffen, da rauszukommen. Ich will euch im Grunde einfach nur warnen, das ist kein Mensch, dem man Glauben schenken sollte. Das ist kein Mensch, dem man eine Community schenken sollte oder auch ansatzweise Aufmerksamkeit schenken sollte. Alim ist ein unglaublich gefährlicher Mensch. Alim ist ein Mensch, der seine eigenen Lügen glaubt. Der bereit ist, absolut jeden und alles in Gefahr zu bringen. Seine eigenen Kinder, seine eigenen Brüder, seine eigene Familie. Er behauptet über jeden und alles, verbreitet er Lügen, er redet über jeden und alles schlecht. Das ist ein Mensch, von dem man sich fernhalten sollte. Ja, im Grunde bin ich jetzt hier am Ende angekommen. Und ich weiß jetzt erstmal nicht, wie es weitergeht. Das war auf jeden Fall meine Geschichte, wie meine letzten 7 Jahre wirklich aussahen. Wenn ich noch nachträglich ein paar Beweise und Sachen habe, die mir bald zugeschickt werden, die werde ich auch in meine Story posten und zeigen, was ich halt noch habe. Ansonsten war es das erstmal.